Let's Play. Ja, meine lieben Zelda-Freunde, und damit willkommen zurück zu einer neuen Episode. Das ist hier schon wieder ziemlich kurios. Ihr seid wahrscheinlich gerade genauso verwirrt, wie ich vor ein paar Minuten war. Denn wieso um alles in der Welt reiten wir jetzt auf irgendeinen fetten Pferdearsch rum? Die Antwort ist ganz einfach. Mein Bruder hat mal wieder komische neue Amiibo-Figuren bekommen. Und das hier ist wohl Epona. Er hat mir da einfach mal Epona besorgt mit Hilfe dieser Amiibos. Und so wie er gesagt hat, müssen wir das Pferd wohl jetzt erstmal in irgendeinem Stall registrieren lassen, denn sonst verschwindet das. Warum läuft das denn nicht schneller? Ach so. Dementsprechend, wir wollten ja eigentlich, ich muss mal hier eben was zeigen. Ein paar Sachen. Also erstmal, mir ist aufgefallen jetzt gerade, als ich hier im Menü war, weil es gerade am Blitzen ist, dass bestimmte Gegenstände jetzt beim Gewitter dieses komische Blitz-Icon haben. Und ich glaube, das ist folgendermaßen, wenn ich das jetzt ausrüsten würde, diese Items, die blitzen, oder auch die Bögen, ich habe gerade gar keinen Bogen ausgerüstet, oder Schild, ich glaube, das hat alles mein Bruder gemacht an der Stelle, damit ich wahrscheinlich nicht vom Blitz getroffen werde. Und hier fängt meine Theorie an. Wenn man kein Item ausgerüstet hat, das so am Blitzen ist, kann man wohl durchs Gewitter rennen, ohne Angst haben zu müssen, getroffen zu werden. Das wusste ich soweit noch gar nicht. Ist natürlich interessant zu wissen. Glücklicherweise ist keine der Rüstung am Blitzen. Ich könnte das jetzt ausprobieren, ob es stimmt, aber ich glaube, das müssen wir gar nicht testen. Ich meine, das ist ja offensichtlich. So, auf jeden Fall, wir müssen das Pferd dann eben wegbringen. Wo ist denn hier die Map? Ich suche schon wieder die Knöpfe. So, wir wollen uns ja eigentlich diesen Gongolberg hier angucken. Müssen wir aber jetzt verschieben. Wir müssen erst zu irgendwelchen Stallungen rein. Ich glaube, hier vorne, genau. Da sind ja Stallungen gewesen. Dann machen wir uns mal hier eben eine Markierung hin. Da, hier, was weiß ich. Gelb. Wo ist es? Ich sehe es auf der Map. So, dann lauf mal los, Epona. Ich hoffe, ich meine, wir sind ja noch so gut wie gar nicht Pferd geritten. Einmal irgendwie vor 50 Episoden oder so, ganz kurz. Als wir das Pferd halt zähmen mussten für diese eine komische Quest. Oh, das geht ganz schön ab, das Pferd, ne? Dementsprechend wäre schön, wenn das Vieh irgendwann mal einen Sattel kriegt, weil ohne Sattelreiten ist ja schon ein bisschen, weiß ich nicht. Boah, wie schnell wir jetzt hier unterwegs sind. Ich finde nur diese komische Reitmusik, die gerade einsetzt, ein bisschen seltsam. Aber gut, das ist eventuell... Ach so, ich muss gar nicht nach vorne drücken. Ich drücke die ganze Zeit den Controller-Stick nach vorne. Muss ich gar nicht. So, dann mal bitte... Ja, nee. Lauf mal ein bisschen. Ja, noch ein bisschen schneller. Ja, genau. So ein bisschen traben. Irgendwie müssen wir das Pferd hier registrieren, hat er gesagt. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Wahrscheinlich bei denen hier vorne. Also, ich hoffe mal, dass das hier geht. Ich meine, das hier ist eine Stallung, so weit, so gut. Aber irgendwie sind alle irgendwie nicht zugegen. Ah, hier. Halt. Epona, jetzt, hallo, bleib doch mal stehen. So. Hier jetzt nur noch gedreht. Das ist schon nicht einfach. Stopp. So, sprechen. Hallo, willkommen in unserem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Ah, du bist das erste Mal hier, oder? Nee, ich war schon mal hier, du Verwirrter. Weißt du, wie die Ställe funktionieren? Nee, wie denn? Dann erkläre ich es mal eben. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen, ja? Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fang eins und bring es her. Ja, ich weiß nicht, ob du irgendwie kurzsichtig bist oder so, aber guck mal, worauf ich denn hier sitze. Das ist jetzt kein Rehbock. Das ist auch kein Schwein. Oh, guck, wie der gerade mit den Nüstern geflattert hat. Warte mal, mach das. Epona. Ja, mach doch mal. Ja, los. Da, oh, guck mal. So. Oh, ist das süß. Ist das ein Männchen oder ein Weiblein? Epona müsste ein Weiblein sein. Ich sehe da jetzt auch nichts. Nichts, was im Weg ist da unten. Also dementsprechend. Ja, das ist ein Weibchen. Das ist. Ne. Ein blondes Pferd. Ja, auf jeden Fall, wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registriert, ist es offiziell dein Pferd. Ja, du kannst bis zu fünf Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Ja, ich brauche nur eins. Möchtest du wissen, wie man Wildpferde fängt? Weiß ich schon. Oh, Verzeihung. Ah, dann fangen wir nochmal anders an. Willkommen in unserem Stall. Wenn du ein Wildpferd gefangen hast, kannst du es hier registrieren. Falls du übernachten möchtest, ich möchte es registrieren. Jetzt halt die Klappe mit deinem Übernachten. Also, hier, registrieren.
Sehr gerne. 1000 Rubine oder was? Bitte überprüf noch einmal, ob das hier das richtige Pferd ist. Warte. Ist die Frage, ne? Also, das wurde mir ja auch nur untergejubelt, ne? Ich meine, ich habe mich eingeloggt und dann war das auf einmal da. Ich weiß nicht, ob da mein Pferd ist. Ja, komm, dann nehmen wir einfach. Boah, guck mal. Stärke 4. Tempo 4. Ausdauer 4. Temperament ruhig. Zuneigung max. Das ist Epona. Das hat 10.000 Jahre gewartet. Wir haben hier gepennt oder waren es nur 100 Jahre? Ich weiß es nicht. 100 Jahre, glaube ich. Wer 100 Jahre gepennt hat, Pferd, das hat auch Winterschlaf gehalten. Das ist in bester Form. Hier, her damit. Vielen Dank. Für die Registration wird eine Gebühr von 20 Rubinen. Aber Sattel und Zaumzeug sind inklusive. Ach so, ja, dann komm hier. Ah, danke sehr. Bitte gib einen Namen für dein Pferd an. Kann das sein? Da ist doch das legendäre Pferd Epona oder was? Ja, jetzt dreht er am Rad. Es wäre nicht richtig, ihr einen anderen Namen zu geben. Darf ich Epona lassen? Ja, komm, ja, natürlich. Die Registrierung ist abgeschlossen. Möchtest du mit diesem Pferd gleich weiterreisen? Sicher, mitnehmen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ach, guck mal, jetzt ist auf magische Art und Weise ein Sattel unter uns erschienen. Übrigens, falls du dein Pferd unterwegs getrennt wärst, pfeif einfach und dein Pferd kommt zu dir. Pfeifen. Ja, wir haben schon tausendmal gepfiffen, nichts ist passiert. Ich habe eigentlich gedacht, dann kommen die Mädels angerannt, aber war ja nichts. Wenn dein Pferd allerdings zu weit weg ist, kann es dich nicht hören. Okay. Yeah, geil, wir haben Epona mit Zaum, mit Zaumzeug und so. Meine Fresse, da mit Hyrule-Banner vorne drauf. Das ist schon... Ja, ja, da kannst du mit deinem komischen blauen Pferd da hinten nicht mitmachen, was weiß ich, was ich sagen will. So, Map wieder mal gefunden, dann reisen wir jetzt zum Gongol. Ach komm, wir müssen hier einfach nur den Weg entlang laufen. Machen wir das doch, mit dem Pferd, oh, Baumfeld. Geil. Ja, gut. Das kann durchaus sein, dass wir jetzt öfters mit dem Pferd unterwegs sind. Oh, ich habe gar keine Waffe ausgerüstet. Macht ja auch Sinn, damit wir nicht vom Blitz getroffen werden. Und schon schlägt das Ding neben uns ein. So, wir sind jetzt am Gong... Sind wir schon daneben? Alter! Ja, also so ein Pferd ist schon schnell. Gut, dann steigen wir jetzt hier ab. Epona wartet ein bisschen. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja, ja, komm. So. Aber man kann auch irgendwie ganz cool abspringen, glaube ich. Yeah, okay. Das sah vorhin irgendwie cooler aus, als ich das aus Versehen gemacht hatte. So, das Gewitter hat nachgelassen. Das ist natürlich Timing. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich das Ritterschild damals noch nicht fotografiert habe, als wir das erste Mal gefunden haben. Ich meine, ich habe so durch meine Aufnahmen durchgeswitcht und ich habe mir da im Kopf gefasst, weil, warum habe ich kein Foto gemacht? Siehste, hätte ich doch gewusst. Also, Foto machen. Ja, zum Glück gucke ich mir hin und wieder so eine Episode von mir an. Also nicht die ganze, aber so Qualitätskontrolle und so, ne? So, haben wir gemacht. Sehr gut. Her damit. Das gute Schild möchte ich aber nicht ausrüsten. Wir fangen erstmal mit den billigen Klamotten an. Und wir haben auch ganz viele... Nehmen wir erstmal den Bumerang. So, wir haben auch noch keinen Bogen ausgerüstet. Ich weiß nicht, warum mein Bruder da alles de-equipped hat. Aber, ja. Gut, wahrscheinlich wegen des Gewitters. So. Gucken wir mal. Ob wir hier zu Potte kommen. Bei dem Gongolberg. Sind hier welche? Ist ja tote Hose, ist ja gar keiner. Hey, waren wir hier schon mal? Nee. Wann denn auch? Ach guck mal, da ist schon wieder so ein komischer... So ein komischer Skeletthaufen, ne? Da vorne. So ein Schädel. Das verwirrt mich jetzt so ein bisschen hier, die Umgebung. Ja, ja, ja. Gucken wir mal. Toll. Ja, schöne Aussicht auf den ganzen Berg. Ah, da oben ist irgendwie so ein Kristallgedöne. Können wir gleich kaputt kloppen gehen. Aber wir gehen dann erstmal eben dann hier drauf. Ja, verrostetes Schwert. Schleimviecher. Großer Schleim. Und eine Truhe mit, ich sage, mal wieder ein Opal. Ja, okay. Violetter Rubin, gar nicht mal schlecht. So. Boah, weil wir schon viel Gold haben, ne? Rostiger Zweihänder haben wir das schon. Natürlich.
Hellebarde haben wir, glaube ich, auch, aber ich, ja. Ich überprüfe das jetzt immer mal wieder, weil ich habe das jetzt schon öfters erlebt. Ihr ja eigentlich auch, während meiner ganzen Aufnahme-Sessions hier, dass immer mal wieder irgendein Item da ist, von dem ich eigentlich ausgegangen bin. Ja, haben wir schon fotografiert und war dann doch nicht so. Nee, nicht die Schleichrüstung. So. Zack, bumm. So, ein bisschen nach Crocs Ausschau halten hier. Aber hier sieht das ziemlich anti-Croc aus. Dann gehen wir da oben hin. So viel Interessantes scheint sich dann hier am Gongolberg doch nicht zu aufzuhalten. Irgendwie zumindest auf dem ersten Blick. Finde ich natürlich wieder irgendwie kurios, dass die hier einen richtig krassen Berg hinsetzen. Ich meine, gut, mit dem Vulkan kann das Ding jetzt hier nicht abstinken. Aber mit den Tafelgebirgen da hinten auch nicht. Aber ist schon ein Berg, ein großer. Und das hier nichts sein soll, das finde ich schon wieder komisch. Hier ist überhaupt gar nichts. Außer irgendwelche Kraniche. Oh, oh, okay. Da ist aber schon so einiges an Mineralien. Da können wir jetzt auch keine Bombe hinwerfen, sonst fliegt das alles runter. Aber wir haben, ja... Womit habe ich das beim letzten Mal gemacht? Ich glaube, wir haben auch einfach mit einer Waffe draufgekloppt, ne? Mit einem Soldatenschwert, glaube ich. Habe ich natürlich nicht, ich habe nur ein Ritterschwert. Ja, dann nehmen wir doch den Bumerang. Ja, gut, der ist gleich kaputt, aber was soll ich machen? So, sehr gut. Da hinten sind ein paar Füchse. Oh, guck mal, wie viel. Hier sind jetzt auch noch irgendwelche Materialien. Ja, müssen wir jetzt so machen. Ist zwar schade um die Waffe, die dann so ein bisschen Haltbarkeit kriegt. Aber okay. Tja. Das scheint es gewesen zu sein. So mehr oder weniger. Wobei, warte mal, was ist denn hier? Hier ist ja so eine Riesenschlucht. Da bin ich einfach dran vorbeigeritten. Die muss ich mir angucken. Was ist denn da? Hä? Oh, also, da ist auf jeden Fall ein Croc. Ich habe jetzt schon gedacht, kann es sein, dass es das eine Foto ist, das wir machen müssen? Aber, nee. Ah, das sind Bären. Guck dir das mal an. Honigbär, ah. Fotografieren und direkt gleich abknallen. Oh. Ja, nee, ein Foto reicht eigentlich in der Regel. Honigbär. Dieser König der Tiere wird selbst von den kampferprobten Jägern tunlichst gemieden. Er attackiert alles, was in sein Revier eindringt und lässt sich auch von Waffen nicht beeindrucken. Wie sein Name andeutet, liebt er Honig. Wenn man sich vorsichtig anschleicht, könnte man vielleicht einen Ritt auf einem Rücken riskieren. Ah, okay. Dann töten wir den doch nicht. Wir schleichen herum und reiten auf ihn. Und danach holen wir den Croc. Sehr gut. Umdrehen. Fetter Bär. So. Haha. Unser Bär. Tätschel, 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 tätschel. Ganz ruhig. Oh, verdammt. Der will nicht geritten werden. Ich meine, ich kann es auch verstehen. Ist wahrscheinlich ein Männchen. Hey, auch mal dagegen. Ja, ist ja gut. Ich dachte, der ist aggressiv. Guck mal, der rennt doch weg. Der hat doch Angst vor uns. Hier, komm her, Süßer. Ja, nee, ja, ist ja fein. Ist ja fein. Ich drücke mal den falschen Knopf, glaube ich, ne? Wechsle ich gerade links und rechts oder was? Ja, ist ja. Nee, komm her, ist ja gut. Ja, ist ja. Ist ja. Ist ja fein hier. Nein, da, ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. Nee, der will nicht. Hallo, ich will einen Bär haben. Einfach so. Ist ja gut. Ist ja... Ja, nee, ist ja fein. Ah, der Bär liebt uns jetzt. Ich glaube, ich habe da irgendwie so ein Geräusch gehört. So ein Herzchen oder was. Wenn ich davon genommen habe. Das ist ja richtig aggressiv, das Vieh, ne? Haben wir ja richtig... Haben wir erlebt. Jetzt ist er... Ja, jetzt ist er trotzdem weggerannt. Ey. Ey. Ich mache hier noch die Honigwabe kaputt. Durch das Rumgekloppe.
Ja, aus dem Bär wurde da nichts, hätte ich den mal einfach abgeknallt. Ja, ist ja egal. Ich meine, wir haben sowieso unser Ipona-Pferdchen. Da kann der Bär natürlich nicht gegen anstinken. Hui, ja, du hast mich entdeckt. Tschüss. 44 Samen haben wir schon wieder. Schon wieder dunkel. So, jetzt aber hier. Ich wollte ja irgendwie immer Fotos von Glühwürmchen machen. Eventuell kann ich die mit dem Stasis-Modul einfrieren. Ja, wäre auch ein bisschen... Ist auch ein bisschen bescheuert, die Idee, ne? Warum geht das denn nicht? Wie will man denn die Viecher fotografieren, wenn die so weit weg sind? Da, guck mal, ich habe vollen Zoom. Geht trotzdem nicht. Ich glaube, ich muss warten, bis das Glühwürmchen zu mir kommt. Geduld. Es kommt in unsere Richtung. Ja. Ja. Komm. Komm. Los. Ich glaube, der fliegt weg, ne? Komm. Fliegt weg, der doofe Vieh. Ein bisschen vorlaufen. So, so, so. Warum sind die denn so scheu? Der fliegt weg. Ich sehe doch seinen Arsch. Oder habe ich das schon? Meine Güte. Da, jetzt kommt's. Das kommt. Meine Fresse. Jetzt? Ach, haben wir schon. Ich mache hier so einen Aufriss. Da, ja, okay, komm. Wenigstens einsammeln dann. Nee, geht natürlich auch nicht. Dann habe ich mir auch dabei gedacht. Ja, ja, ist ja fein. Ja, komm her. Ich dachte, du liebst mich. Der ist vor Erschöpfung umgekippt. Wir haben ihn zu Tode geritten. Das darfst doch keiner erzählen. Ipona, komm her. Wenigstens ein Lebewesen, auf dem wir reiten dürfen, ohne dass das direkt im epileptischen Schocks den Tode nahe ist oder ich weiß nicht was. Wir müssen was essen. Wobei, ich esse nichts. Wir haben Elefanten. Wir haben den Elefanten ready. So, hier am Berg wäre dann eigentlich... Irgendwie habe ich das Gefühl, der Joystick ist kaputt, ey. Ja. Ich meine, ich reite hier nochmal rum. Dann gucken wir nochmal da beim Seloteich. Machen wir hier Pfad des Helden an. Das ist ein Glutling. Achso, das ist der Pilz. Ja, okay. Beim Seloteich schauen wir noch vorbei. Hier und dann da ein bisschen. Und dann sind wir hier in dem Gebiet schon fertig eigentlich. Und dann können wir rein theoretisch die Fotos abklappern. Ich habe ja gesagt, hier muss es ein Foto sein oder hier. Und unten beim Hyliasee eventuell. Hier habe ich ja damals gesagt, vor 2, 3 Episoden. Die würde ich dann mal nachkontrollieren wollen, ob das auch so stimmt. Die ganze Klamotte. Kann ja sein, dass ich da recht habe. Ja, hätten wir zumindest schon mal 2 Fotos mehr. Ich glaube, das war ein Ausdauerschrecken. Aber so schnell, wie wir hier gerade durchheizen. Genau, und das ist da dann das nächste Gebiet, in das wir dann irgendwie vordringen werden. Das ganze Vulkangebiet. Da hinten sehe ich auch schon Lagerfeuer oder so. Turm habe ich auch schon gesichtet gerade. Müssen wir über die Brücke? Ja, komm, wir gehen über die Brücke. Das Reiten ist schon irgendwie... Nee, das ist so eine Brücke. Hör mal, Ipona, stell dir mal nicht so an. Ah, hier, guck mal, da können wir direkt wieder Stein werfen, üben. Stopp. Ja. So. Dann machen wir doch mit links. Hoffe ich. Ich meine, Link ist nicht der kräftigste, aber da müsste der hinkriegen. Was? Wie soll das denn gehen? Ich glaube, wir müssen da mit einem Kryo-Modul kombinieren, sonst wird da nichts. Wir machen direkt einen da drunter. Und dann machen wir noch da irgendwo einen hin. Ich kann hier mit den Steinen jetzt runterfallen, eventuell einfach. Und dann... Wobei, warte, wenn ich den Stein jetzt da hinwerfe, vielleicht schlittert der dann da drüber und dann da rein. Das kann ja sein. Warte mal. So. Und jetzt,
Das ist ein Cheater-Trick. Meine Fresse. Der ist Physik. Ja, ich hab dich entdeckt. Auf Wiedersehen. Boah, also wir sind schon manchmal raffiniert. Nicht immer. Eher selten, aber manchmal. Hier macht doch einer ein Feuer. Hallöchen, ah, da vorne ist ein Wanderer. Ich befürchte, da mal wieder irgend so ein Ganondorf-Spitzelspacken zu treffen. Das könnte ja jetzt, das könnte ja einer, ja, einer sein. Was nehme ich denn da? Ja, dann nehme ich das Ritterschwert. Ist zwar Verschwendung, um auf so einen Kopf drauf zu kloppen. Ja, wobei, der hatte Angst, ne? Der hätte jetzt gerade Angst vor den Viechern gehabt, aber das kann ja auch Taktik sein. Der kann ja auch schauspielen, der Gegner. Eventuell müssen wir mal gucken. Ey, du! Kollege oder nicht Kollege? Hat der einen Namen? Hey. Finn. Ahoi, Kumpel, bist du zufällig zum Schildschlitten hier? Was soll das sein? Ja, probier's einfach mal aus. Macht Laune, wirst schon sehen. Ich weiß, was der meint. Mein Kollege steht da drüben unter dem Baum. Lass dir von ihm alles erklären. Ist eine Quest, muss ich dann machen und los geht's. Ja, komm. Ja, das wollte ich hören. Ja, wir haben ja im Tooltip gelesen, man kann mit dem Schild irgendwie runterschlittern, wenn man da einen, irgendeinen Knopf gedrückt hält. Ahoi, schön dich zu sehen. Hoffe, Finn hat dich nicht allzu aggressiv Werbung gemacht. Uns gehört das tonangebende Unternehmen in der Schildschlitterbranche. Wir sind die Schildschrotter GmbH. Ah ja. Bist du ein Mann oder eine Frau? Finn unten am Hügel und ich hier sind hier nicht nur die Alleininhaber, sondern auch die einzigen Angestellten. Das musst du erlebt haben. Dieser Rausch der Geschwindigkeit, den dir nur der Schildschlitten bieten kann oder das Schildschlittern, wie auch immer. Wenn du kein eigenes Schild besitzt, haben wir hier ein paar für dich, die du kaufen kannst. Ja klar. Wenn nicht, war's das bald mit unserer großartigen Geschäftsidee. Schildschlitten. Heben, springen, absteigen. Heben, springen. Springen ist wie immer, absteigen ist da und da ist Schild heben. Keine Ahnung, was das soll. Kauf doch was. Das hätte der wohl gerne. Als ob ich auf die billige Geschäftsmasche von denen reinfall. Denn Schildschlitten-Scheiß kannst du alleine machen. Ich hab zwar 8000 Rubine, aber bestimmt nicht. Affe, ey. Kannst den anderen Doofen suchen. Wir müssen die Welt retten. Und nicht hier. Geil, Schildschlitten, ey. Ah, eine Gerudo-Tante. Meine Fresse. Sava Sava. Sava Sava. Komische Frau mit spitzer Nase. Boah, die ist aber groß, ne? Ah, die hat ein cooles Schild. Und ein Dolch. Und ein Rucksack. Oh. Ich bin Karsha vom Stamm der Gerudo. Merk dir meinen Namen. Geraume Zeit ist vergangen, seit ich Gerudo-Stadt verließ, um mich auf der Suche nach mir selbst zu widmen. In der brennenden Hitze Goronias wird diese Suche schon bald ihren feurigen Höhepunkt erreichen. Ah, du willst ja zum Vulkan, da wollen wir auch so in ein paar Episoden hin. Karsha, ja, dann mach mal Karsha. Die werden wir bestimmt da nachher wiedersehen. Also nachher ist ja auch relativ, ne? Aber später. So, aufgestiegen. Da war hier oben gar nichts. Der Joystick ist kaputt. Mein Bruder hat den richtig... Der hat den ausgenudelt. Die Steuerung ist komplett anders wie sonst. Guck mal, wo der... Der läuft automatisch irgendwo hin. Achso, nee, das ist, wenn ich die Kamera wechsle. Okay, schon gut. Ja, ist ja egal. So, ich wollte doch hier eigentlich auch... Ist egal. So, hier, wir wollten zu dem kleinen See. Dem Lulu, wie heißt der? Selo-Teich, ja. Da vorne sehe ich schon so ein paar komische Leuchtsteine, die wir mitnehmen werden, auf jeden Fall. Und da im Lulu, ach warum, im Selo, warum sage ich immer Lulu-See? Da im Selo-Teich oder wie auch immer, werden wir eventuell das ein oder andere Trüchen finden. Ein Trüchen, oh, ist jetzt schön. Aufpassen, Epona. Oh, verdammt. Da fliegen Steine vom Himmel. Entdeckung! Ey, lass Epona in Ruhe, du Schleimmonster. Köpsa. Flöpp. Ja, so. So, was haben wir denn hier? Da vorne ist auf jeden Fall so ein komisches Gemüsevieh.
Immer wenn wir auf die ballern, interessiert die dann nicht. Aber wenn wir gleich weglaufen, dann drehen die am Rad. So, weg. Ah. Ich sehe gar nichts hier im See, muss ich mal sagen. Dann ist hier wohl auch nichts. Ich schwimme da jetzt auch nicht hin, um den Ballon aufzusammeln. Bin ich zu faul für. Da vorne, was ist denn da? Heuschrecken? Nee, das sind Libellen. Ja gut, wir können jetzt nochmal hierher trotten. Ich glaube aber nicht, dass wir da was finden werden, weil das so unscheinheilig aussieht. Aber ja gut, vielleicht finden wir ja gerade deswegen hier jetzt gleich was. Gerade weil es so unscheinheilig aussieht. So, oh, da ist so wie... Ach man, jetzt ist aber hier Epona. Also in Ocarina of Time hat sich aber nicht so angestellt. Da möchte ich mal sagen. Oh, komische Geräusche. Ich glaube, das hat Asthma oder so, das arme Pferd. Ich meine, er hat 100 Jahre in irgendeiner verstaubten Höhle gepennt. Genauso wie wir. Dann ist klar, dass das nicht mehr das Gesündeste sein kann. Aber das gibt alles für uns. Ah, jetzt halt mal hier an. So, was haben wir denn hier? Okay, da ist schon irgendwas Wüsten. Guck mal, was ist da denn? Mach mal hier, mach mal. Ach, das ist ein Schädel. Ah, apropos Schädel, da war doch ein Schädel gewesen, ne? Hier irgendwo. Wir haben von da runter geguckt und hier waren dann... Ach, hier, ne? Wahrscheinlich. Gongol-Hügel. Gut, ja, dann, wir sind hier im Gebiet dann eigentlich fertig. Ich mache mal Fahrt des Helden an. Nee, falscher Knopf. Ja, ja, okay. Wobei, man könnte sich vielleicht noch das hier angucken. Das sieht noch interessant aus. Am Rikona-Hügel. Hier sieht noch interessant aus. Das könnte man jetzt noch abklappern. Aber mache ich dann ohne Pferd. Ich teleportiere mich hier hin. Dann ist gut. Aber ansonsten haben wir eigentlich so gut wie alles durch. Ja. Okay, hier ist noch ein Schädel. Ja, okay. Ja, komm hier. Wir reiten da jetzt noch eben schnell hoch. Wir sind schon mal gerade hier in der Nähe. So, dann kann er sagen, wir vergessen hier irgendwas. So, Abmarsch. Gib eine Karotte. Ja, 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 jetzt. Ach ja, ist ja gut. Hallo. Vorwärts. Das Vieh ist verwirrt. Ist halt erblindet? Wenn man 100 Jahre lang in der Höhle pennt, ist man danach blind? Ah, guck mal, ein Goron. Der will bestimmt nur handeln, aber vielleicht. Schönen guten Tag. Meine Güte, hat der ein Lächeln aufgesetzt. Ich bin Bolden, Fremdenverkehrsbeauftragter von Goronia. Möchtest du einen Reisetipp von mir haben? Und Zahnpasta. Der Pfad zum Todesberg liegt im Norden. Bloß ist es da so heiß, dass alle Nicht-Goronen Feuer fangen. Und deshalb erfreut sich dieses schöne Reiseziel leider keiner großen Beliebtheit. Schade drum, wenn du mich fragst. Toller Reisetipp. Also brauchen wir erst irgendeine feuerresistente Rüstung. Ja, ja. Habe ich mir schon gedacht. Das war ja in Ocarina of Time nicht anders. Da muss man ja auch die Feuerrüstung kaufen. Beziehungsweise, ne, nix da kaufen. Die hat man geschenkt bekommen. Das wird hier wahrscheinlich nicht anders sein. Da ist wahrscheinlich auch irgendeine Goron. Ja, ich hätte schon fast irgendein böses S-Wort gesagt. Irgend so eine Goronfrau, die uns dann möglicherweise einfach so liebt und uns eine Rüstung schenkt. Oder ein Kerl, weil er ein bisschen gay ist. Ist ja alles möglich. Ach, guck mal, da ist schon wieder Karsha. Karsha, die Gerudo-Kriegerin. Hallo, Karsha. Voll die... Nein, das ist eine Kriegerin, ne? Reitet mit einem Pferd vorbei und die kriegt da fast einen Herzinfarkt. Meine Fresse, ey. Aber mit Pferd reiten ist angenehm. Ich glaube, das machen wir jetzt doch öfter. Ah, guck mal da. Kuckucksclan. Hallo. Suchen Sie noch Leute? Ich habe da ein Bewerbungsformular dabei. Hier, passen Sie auf. Daneben. Halt, ich habe noch eine Bewerbung. Ich habe noch eine Bewerbung. Bleiben Sie mal stehen. Hier, mit Lebenslauf. Ja, toll. Ja, ja, ja. Was ist hier los? Halt die Schnauze. Ich muss Leben nehmen. Wobei, nee, ich wollte keine Leben nehmen. Ich habe ja Elefanten. Okay, Eisstab kennen wir schon. Wir brauchen immer noch einen Feuerstab. Fällt mir da so nebenbei ein für das kleine Kind. Ne? Er möchte sein Waffenarsenal erweitern. Also das, was er mal gesehen hat. Der kommt ja nicht großartig raus, da wo der ist. Der ist ja da irgendwo in Hateno. Ja. Gut, der ist ja auch noch klein.
Ja, auch Karsch hat uns schon wieder überholt. Die ist aber schnell zu Fuß, ne? Ja, ob wir... Ah, da, okay. Wir gehen auf jeden Fall mindestens zu dem Schädel. Mindestens dahin. So. Hürhot. Bewegung. Ja, meine lieben Freunde, das war's dann auch schon wieder für dieses Mal. Wir haben in dieser Episode sehr viel geritten. Wir haben nämlich unser neues cooles Pferd erhalten, Epona. Ja, dank der Amiibo-Figuren. Fragt mich an der Stelle nicht, welche Amiibo-Figur dafür verantwortlich ist. Da müsste ich erstmal meinen Bruder ausquetschen, der weiß das. Beziehungsweise am besten einfach googeln, da findet er die Antwort, ne? Ja. Gut, in der nächsten Episode werden wir dann die letzten zwei, drei Fleckchen hier in diesem Sora-Gebiet abklappern. Und danach dann diese zwei Punkte, also mindestens zwei Punkte von diesen Erinnerungen abklappern. Schon wieder abklappern, ich muss mal nach anderen Adjektiven suchen oder Verben. Und danach geht's dann nach Norden, würde ich mal meinen, zu dem Vulkangebiet. Wo wir dann auch schon auf den nächsten Titanen, neben diesen komischen Salamanderfritzen, treffen werden. Gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.